Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach, mittlerweile in der Folge 380 und wir sind immer noch in unserer XXL-Senfernte. Eine neue Aufnahmesession, ich habe alle Fahrzeuge gerade mal wieder losgeschickt, in der Hoffnung, dass das jetzt vernünftig funktioniert, sieht aber erstmal ganz gut aus. Also, hier wird kräftig abgeladen, der linke hat ein bisschen Vorsprung, der ist da vorne jetzt aber auch stehen geblieben, unsere beiden Überladewagen. Bunkern jetzt erstmal ganz ordentlich die Drescher ab und dann haben wir fast unendlich viele Aufgaben links oben zu tun. Lasst uns beginnen. Los geht's. Ich würde vorschlagen, ich lasse die jetzt erstmal hier ein kleines bisschen machen. Die finden sich schon ein, würde ich mal denken. Und wir können die Zeit mal nutzen, hier uns mit diesen roten Themen zu beschäftigen. Fabrik für Haustürzubehör, es ist ein graues. Ich werde das mal umstellen. Auf direkt verkaufen, habe ich mir überlegt. Hier ist Erdbeeren voll, das ist natürlich klasse. Und da gucke ich doch direkt gleich mal. Oh, wartet mal ganz kurz. Ich habe das Gefühl, die Musik ist etwas laut. Mal ein bisschen leiser. So, hier in den Dings sind denn jetzt die Gewächshäuser sind wieder zurückgeschnellt auf Level 1. Moment, nicht alle, so wie es aussieht. Die hier sind auf Level 3 geblieben. Und zwei davon sind zurückgeschnellt auf Level 1. Gut, dann direkt wieder Geld investieren. Ich werde das so lange versuchen, bis es klappt. Dann ist das hier auf 2. Und jetzt sind alle wieder auf 3. So, ändert das da oben ein bisschen was? Ja, ein kleines bisschen. So, er ist fertig mit dem mittleren und bunkert jetzt den ersten ab, dann könnt ihr schon mal los. Der hier hinten fehlt auch noch. Wo ist unser anderer Überladewagen? Und Zeit auch mal wieder zu gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 Fahrzeuge parallel. Das ist, glaube ich, ein neuer Rekord. Meine ich. Ich weiß nicht genau, wo wir beim letzten Mal waren, um ehrlich zu sein. Aber 18 müsste ein neuer Rekord sein. Ich wollte gucken, wo der neue Überladewagen ist. Beziehungsweise der zweite. Der hängt ja an dem Kollegen. Okay, der ist gerade wieder angekommen. Fährt dann auch los. Bin ich ganz zufrieden mit. Der muss entladen werden. Die beiden sind jetzt leer. Ihr kennt das Spiel. Also, Fabrik für Haustürzubehör. Ich bin hin und her gerissen, ne? Ich bin total genervt, was diese extra Palettentypen angeht. Habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber ich will auch nicht zu viel automatisieren. Und hier in der Ecke habe ich einfach keine guten Frames. Ah, jetzt geht's wieder plötzlich. Und dann wollen wir doch mal schauen, dass wir das ein bisschen Haustierzubehör ist hier hinten. Schon oft genug drüber geredet, dass ich überhaupt nicht verstehe, was das soll. Und wenn das jetzt hier mit den Hakern und Rucklern so weitergeht, dann müssen wir tatsächlich nochmal neu starten. Das ist immer ein sogenannter Coin-Flip. Es funktioniert oder nicht. Ich weiß nicht genau, welche Mod da für Probleme sorgt. So, und in der Zeit kann ich mir eine ganze Folge gönnen, hier diesen Anhänger da rückwärts reinzukriegen. Es ist ein Graus mit mir, ich weiß. Es ist jetzt ein bisschen weit weg. Aber ich krieg's hin. Die Frage ist halt nur, wann. So, noch ein bisschen, das reicht. Jetzt korrigieren, Stück nach vorne, das war zu viel, Stück wieder zurück. So, so. Prinzipiell ist mir bekannt, was ich zu tun habe. Es funktioniert noch nicht so gut. So, Haustierfabrik, können wir mal rein, Produktion verwalten, Hundehütte, auslagern, tja, 9. Steuerung Alt Y, B. So, 2 hat er. Hundehütte, Hundehütte. Auslagern. 6 Paletten. Zack. Das hat geklappt. Und kann ich jetzt eigentlich, das wäre ja mal interessant, kann ich jetzt den Typ umstellen? Nee, ne? Weil ich anderen Typ geladen habe. Ich guck mal. Das sind so Sachen, die ich immer noch nicht hundertprozentig weiß. Gib mir mal bitte 8 Paletten davon.
ich jetzt Steuerung Alt Y drücke, wenn ich Steuerung Alt Y drücke, wenn ich nur Y drücke, Autoload abschalten B. Aber ich kann jetzt den Typ nicht verändern. Nein. Okay, dann fahren wir die erstmal zum Verkaufen. Ich will die nicht einlagern. Wir verkaufen die direkt. Aber die 30%, da kann er selber fahren. Das ist schon in Ordnung. Gut, los geht's. Hier ist auch noch eine ganze Menge. Muss eigentlich auch alles noch verkauft werden. Aber Stück für Stück. Wir sind ja noch gar nicht so lange jetzt im Juni. Kunst, Zubehörfabrik, Bilderrahmen voll, Kunstzubehör, Staffelei voll, Schindelfabrik, Schindeln. Also hier ist alles eigentlich voll. Großes Gewächshaus braucht Wasser. Aber das macht der eine, glaube ich, gerade, ne? So die Theorie. Was ist mit dir los? Du hängst jetzt hier irgendwo. Ah. Moment. So, fahren wir das mal eben einmal ein. Ist dir gar nicht aufgefallen, dass dein Anhänger so ein bisschen halb in der Gegend rumhängt, oder was? So, und der müsste doch hier, glaube ich, die Gewächshäuser abfahren, oder? Ja, Wasser fassen, Gewächshäuser. Okay. Gut. Und, tap, tap, tap. Was haben wir denn noch? Was können wir denn machen? Dessertfabrik braucht Erdbeeren. Bäckerei Knus braucht auch Erdbeeren. Haben wir denn Erdbeeren? Gucken wir mal nach. Oh ja. Oh ja. 40.000. Auslagern. 40.000. Wir sind 24. Gut, dann schicken wir 80. Was war das jetzt hier? Shift R? Ja. 80 machen wir in die. Naja. Stillstand ist ja relativ. 80 machen wir in die Dessertfabrik und den Rest packen wir zu Pavel. In die Bäckerei. So. Und jetzt hier am schnellsten wieder raus, hier vorne. Vorsicht, Blöcke! Ja. Dessertfabrik Input. So. Ich spring mal eben zu den Dreschern. Der fährt, der fährt, der fährt. Perfekt. Perfekt. Dann gucken wir uns das mal von oben an. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Feld 12. Bodenbeschaffenheit. Wir können Wachstumsstatus, da sehen wir es wahrscheinlich besser. Das sieht man natürlich Mist. So, machen wir mal hier das anmache. Ja, hier kann man es ganz gut sehen. Also, wir sind drumrum und fahren jetzt quasi das erste Mal hier diese Beete. Hier ist irgendwie was stehen geblieben, aber ansonsten, tja, würde ich sagen, maximal ein Drittel haben wir bisher. Und ich check mal gerade eben, ob wir diesen Monat noch irgendwas anderes machen müssen. Nicht, dass ich am Ende wieder dastehe und hab das vergessen. Juni. Nee, ist wirklich nur der Senf. Erste könnten wir ernten. Aber unsere Drescher sind ja alle im Einsatz. Also das hilft uns nicht. Okay. So, die lassen wir hier weitermachen. Fett, Kuhstall, Fütterungsroboter, Heu. Aha. Ich nehme mal einen von den Arions. Moment mal, sind die alle. Was ist mit dir eigentlich? Mist aufladen. Du könntest das machen. Pass mal auf, bring mal den Rest einmal hin. Und dann kommst du hier wieder her und dann übernehme ich das. Du bist wo? Was? Heutrocknen? Keine Ahnung, wie bin ich denn, habe ich das wirklich gemacht? Ich meine, ich habe ein Video, aber keine Ahnung. Biogasanlage, Zuckerrüben, Schnitzel könnten wir dann auch. Was machen denn die ganzen Arions eigentlich? Okay, der hier steht rum, der hat hier Zuckerrüben hingebracht. Pass mal auf, dann gucken wir mal, ob wir das von Hand anpassen können. Nee, Moment mal, der steht ja hier auch rum. Der hat auch Zuckerrüben hierher gebracht, das ist auch voll. Das ist schlecht.
Dann einmal zu Hof-Silo Input. Und du auch. Dann gleich nochmal neu starten. Hof-Silo Input. Muss entladen werden. Muss entladen werden. Ja, aber die Überladewagen fahren hier irgendwo rum. Die machen das. Wo sind die beiden Überladewagen? Der eine kommt gerade und der andere entlädt gerade. Das ist cool, oder? Das funktioniert schon echt gut. Nichtsdestotrotz stehen mir die Drescher ein kleines bisschen zu oft. Ich weiß nicht, ob wir nicht wirklich noch einen dritten Überladewagen brauchen. Schreibt es mir da gerne mal in die Kommentare. Haben wir wirklich ein Überlade-Drescher-Verhältnis von 1 zu 1? Ich hätte spontan gesagt, das ist 1 von 1 zu 3. Wenn ich mir diese US-amerikanischen Videos angucke, dann düst der mit seinem Überladewagen immer wie ein Irrer hin und her und bunkert die ab. Hier im Spiel scheint das aus diversen Gründen nicht zu funktionieren, wenngleich er eigentlich echt kurze Wege hat. Aber okay. Ich bin eigentlich echt zufrieden, wie das funktioniert. So, und bisher kann ich hier gar nicht viel weitermachen. Wo kann ich denn Schafstall 500 Wasser? Das ist interessant. Da könnten wir den hier hinschicken. Wasser fassen. Tiere, Schafe, Input, Wasser. Mach mal das bitte. Dann kriegen wir das weggerüsselt. Großes Gewächshaus Wasser, darum wird sich ja gekümmert. Dessertfabrik Erdbeeren müsste sich auch drum gekümmert werden. Wo ist der Kumpel? Ist der irgendwo hängen geblieben? Nee. Ach, den habe ich auf. Ja. Der darf nicht so schnell fahren, weil er sonst umkippt. Das ist mal ein chilliger Job, ne? Fährst schön mit 20, so eine Riesenstrecke und hast hinten einen Haufen Erdbeeren drauf. Kriegt ja keiner mit, dass du mal ein paar Snacks. Jetzt mal hinten an, nimmst ein paar Erdbeeren. Easy peasy. So. Jetzt kippen wir hier wieder ab. Und dann hätte ich ganz gerne, dass du zur Heutrocknungsanlage Output fährst. Und dann bringst du das bitte zu Schafe Input. Tiere. Schafe Input. Und das Ganze ist dann bitte Heu. Heute sind wir mal vernünftig. Das ist der erste. Ich bleib gleich hier. Komm weiter. Weiter. Ich stehe im. Sehr schön. Lass den Motor an, bitte. Heu, darum wird sich gekümmert. Das ist auch in Ordnung. Biogasanlage, Zuckerrübenschnitzel. Sehr schön. Dann fährst du jetzt zur Zuckerrübenschnitzelanlage, Zuckerrüben-Output. Zuckerrübenschnitzelanlage, Zuckerrübenschnitzel-Output. Bringst das zur Biogasanlage, Input und hast Zuckerrübenschnitzel geladen. Und dann sind die tollen Hundehütten weg. Perfekt. Ja, ich muss gestehen, ich finde das echt richtig gut. Aber ich glaube, ohne das Production Info hat, hätte ich die ganzen Produktionen auf automatisch verkaufen gestellt. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich diese Menge an Produktionen überhaupt gemacht hätte. Weil ich hätte ja auch überhaupt nicht mitbekommen, wenn die leer laufen. Und das Produktionsmenü ist nicht gut, wenn ihr mich fragt. Das ist, um ehrlich zu sein, nicht wirklich gut. So, die fahren hier immer noch lang, trotz des langen Umwegs. Er steht still und er steht still. Wo sind unsere beiden Überladewagen? Der ist sogar voll. Einer kommt. Tja, noch ein Überladewagen. I don't know. I don't know. Ich meine, wenn ich... Ist ja, wenn ich dann eh ein Verhältnis von 1 zu 1 mache, dann macht diese ganze Schaltung und Regelung, die ich ja hier erfunden habe, gar keinen Sinn. Weil dann könnte ich auch einfach einen Überladewagen auf einen Drescher festlegen und dann hätte ich ja ein 1 zu 1 Verhältnis. Also ein bisschen widerstrebt mir das, aber ich habe natürlich auch eigentlich keinen Bock, dass die hier die Hälfte der Zeit so rumstehen. Zumal ich einen Witz vorlesen muss. Da habe ich letztens anscheinend einen Witz vergessen. Das hoffe ich, passiert mir nicht nochmal. Na hoppla, sagt die Zahnärztin. Jetzt habe ich beim Bohren doch Ihren Sehnerv getroffen. Aber das macht doch nichts, sagt der Patient. Deshalb brauchen Sie doch nicht gleich das Licht auszumachen. Oh, der ist aber auch so alt, ne? So alt. Der war schon, als der noch ganz frisch war, war der schon schlecht. Und jetzt ist er alt und schlecht. Aber der nächste ist, da musste ich schmunzeln.
Der nächste. Könnt ihr euch noch auf den nächsten, ne? Fand ich zumindest okay. Gut, wir gucken weiter. Das mit dem Wasser geht hier auch irgendwie nicht richtig voran. Wo ist denn der kleine Kollege hier eigentlich? Ne, das ist der hier. Mann, fährst hier. Oh, du bist aber auch gut hinüber. Guck mal her, das mache ich mal eben selber. Wieso fährst du denn nicht zum Reparieren? Automatische Reparatur anwenden. So, müssen wir kurz warten. Erdbeeren werden abgeladen. Hier unten, da ist aber wirklich Musik drin in dieser Ladung. Selbst das Abladen stockt kurz. Was ist denn das? Ist vielleicht immer, wenn er so ein neues Element da animiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ja, Folge 380. Langsam mal wieder Gedanken darüber machen, was wir in der 400 machen. Ich fahre den selber eben weg. Das ist ja auch schon relativ bald. 20 Folgen heißt das in ziemlich genau einem Monat. Und ich glaube, bis dahin sind wir schon mitten in der Ernte oder schon nach der Ernte des XXL-Weizenfeldes, wenn wir denn genug Geld zusammenkriegen sollten. Oh, jetzt habe ich aber auch super miese Frames hier. Was ist denn los? Ich gucke gerade mal, ob ich hier irgendwas anderes aufhabe. Scheint aber erstmal nicht so. Also sonst habe ich da auf dem Hof mindestens 45. Läuft da wieder irgendein Windows-Update im Hintergrund. Hoffentlich nicht das gleiche, was für die Ausfälle. Hier bin ich da auch gar nicht lang. Der letzten Tage auf ja, fast der ganzen Welt zuständig war. Das war ja übel. Zeigt mal wieder sehr, sehr schön, wie wir inzwischen angewiesen sind auf diese ganze Technik. So, hier sind 20, also auslagern 20 und hier glaube ich auch auslagern 20. Dann holen wir uns die eben schnell und dann schicken wir die zu Pavel. Oh, Leute. Da freue ich mich auf den neuen, ne? Hoffentlich kann der dann Multicore, sieht ja erstmal nicht so aus, aber wir brauchen die Performance. Sonst können wir solche Projekte hier nicht mehr angehen. Ich freue mich allerdings auf die neuen Karten, auch wenn es mal wieder das gleiche ist. Ich hätte mir wirklich eine deutsche Karte gewünscht. Es ist ein deutsches Unternehmen. Es gibt wieder eine amerikanische Karte. Puh. Weiß ich auch nicht. Aber gut. Trotzdem. Irgendeine neue, die asiatische Karte, die werde ich bestimmt spielen. Ist zumindest mal ein anderes Setting. Da freue ich mich dann auch auf. Tatsache, dass dann erstmal eine kleinere Karte ist, klar, wird es dann erstmal ohne Autodrive, ohne Kursplay funktionieren. Dann gucken wir uns mal den internen Helfer an und mit einem Blick auf die Uhr stelle ich fest, es ist soweit, die Folge ist vorbei. 18 Fahrzeuge in einer Folge parallel am Laufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, wenn es so ist. Freundlichen Kommentar würde ich mich auch sehr drüber freuen. Habt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann. Tschüss.